So, gestern haben wir eben diese Funktion Würfel geschrieben. Schön ist, wenn man Funktionen sauber zusammenfasst in einzelnen Dateien. Nicht alle Funktionen in die Main-Datei reinschmeißt. Die hier. Dass da nicht aller möglicher Krempel drin rumfliegt. Diese Funktion, die soll in ihre eigene Datei sozusagen. Sie bauen eine eigene Datei, sowieso .c und dazu eine Header-Datei, um diese Funktion auszugliedern. Ich zeige nochmal, wie man das im Prinzip machen würde, anfangen würde. Eine neue Datei hier mit File, New, Ziel, File. Oder einfach hier mit dem leeren Blatt Papier eine neue Datei. Die speichern, Save As. In das Verzeichnis am besten, wo auch sowieso die anderen Dateien vom Projekt drin stehen, neben main.c speichern. Ich nenne die jetzt mal ganz überraschend Würfel, diese Datei. Die Datei soll nachher auch kompiliert werden, also Mausklick rechts hier, add, hier steht netterweise schon Würfel.c. Das sind die Dateien, die nachher kompiliert werden. Das soll ich jetzt schon mal sagen, kompiliert werden die C-Dateien. Kompiliert werden nicht direkt die Header-Dateien. Die Header-Dateien werden dann ja nachher mit include eingebunden. So erfährt der Compiler von den Header-Dateien. Hier, das sind die C-Dateien. Erstmal, was der Compiler wissen muss. Über die C-Dateien erfährt er von den Header-Dateien. Wir brauchen eine C-Datei. Da steht drinnen, wie die Würfelfunktion funktioniert von innen. Und wir brauchen eine Header-Datei mit den Deklarationen. Ich speichere das also als Würfel.h. Und Sie schreiben jetzt mal was Sinnvolles in diese C-Datei und diese Header-Datei. Include Guards und solche Geschichten. In die C-Datei. In die C-Datei kommt diese Kiste rein. Ich glaube, jetzt muss ich tatsächlich mal hier die Aufgabe rauslöschen. So. Das kommt in die C-Datei. Wie sieht meine Funktion von innen aus? Die C-Dateien sind sozusagen die echten Programme. Die werden hier auch kompiliert. Die stehen hier in der Liste für den Compiler. Damit haben wir erstmal die C-Datei. In der Header-Datei steht, wie diese Funktion von außen aussieht. Was muss der Compiler wissen, um diese Funktion benutzen zu können? Eine Deklaration. Das ist die Deklaration. Keine Schweifklammern mit dem Programmtext sozusagen dahinter, mit dem Text der Funktion dahinter, sondern ein Semikolon hinten dran, um zu sagen, okay, das ist der Name meiner Funktion, sie nimmt nichts und gibt eine ganze Zahl. Das braucht man nachher, um die andere Datei zu kompilieren. Diese Datei hier, die Header-Datei, wird inkludiert in meiner Main-Datei, wie hier das include math. Genauso kann ich jetzt sagen, include, jetzt Anführungszeichen, weil das mein eigenes, in meinem eigenen Verzeichnis steht, Würfel.h, die Header-Datei wird inkludiert. Und jetzt kann ich mir den hier, nee, wo ist er denn? Ach, den Würfel hatte ich eben schon rausgenommen, der Würfel ist schon draußen. Und jetzt müsste es so funktionieren. In Würfel.h findet der Compiler, wie die Würfelfunktion von außen aussieht. Der Compiler fängt an, die Main-Datei zu übersetzen. Main-Datei, die übersetzt er, findet in Würfel-H, wie die Würfelfunktion von außen aussieht, die Deklaration, und kann sie hier verwenden. Der Linker bindet dann nachher alles zusammen, was der Compiler kompiliert hat. Der Linker muss dann irgendwo aber auch wissen, wie denn die Würfelfunktion wirklich geht. Und dann stellt er fest, in dieser Datei, die der Compiler auch übersetzt hat, in dieser Datei findet er die Würfelfunktion und bindet die beiden zusammen. Jetzt müsste das theoretisch funktionieren. Jetzt sollte ich den Kompilationsprozess gleich nochmal aufmalen. Aber kann man gucken, ob es wirklich tut. Soweit, so gut. Ich gehe mal bis hinten durch. Das Ergebnis kommt mir fürchterlich bekannt vor, wie eben. Da sind jetzt noch keine Include Guards drin, sicherheitshalber. Oder hier, Singular, der Include Guard fehlt mir hier in dieser Datei noch. Muss ich gleich noch machen. Aber sicherheitshalber nochmal zum Kompilationsprozess. Was macht jetzt dieses System im Hintergrund? Wir haben eine Datei, die heißt main.c. Wir haben eine Datei, die heißt wuerfel.c. Und wir haben eine Datei, die heißt würfel.h.
Der Compiler nimmt die main.c-Datei und macht daraus Objektcode. Ich schreibe nur O, wie es auch immer gerade auf dem System heißt. Dasselbe mit der Würfel-C-Datei. Der Compiler nimmt die Würfel-C-Datei und macht daraus Objektcode. Diese Datei wird als solche übersetzt. Halbwegs in Maschinensprache, noch nicht ganz in Maschinensprache. In der Main-Datei kommt jetzt aber unsere Funktion Würfel vor. Damit der Compiler diese Funktion kompilieren kann, muss er wissen, was sie denn tut. Nimmt die Double-Zahlen, hat die 5 Argumente, hat sie 7 Argumente, gibt sie Boolsche-Zahlen. Er muss nicht wissen, wie diese Funktion wirklich funktioniert von innen, aber er muss wissen, wie diese Funktion verwendet wird. Dazu brauchen wir die Header-Datei. Das habe ich jetzt strategisch gut gemalt. Also hier die Header-Datei, die brauchen wir da. Die wird per include reingeholt, die Header-Datei, damit der Compiler die Deklarationen hat, damit er weiß, wie denn die Würfelfunktion im Prinzip läuft, damit er es übersetzen kann. Hier in dem Objektcode steht ein Platzhalter weiterhin drin für die Würfelfunktion, die ich da jetzt gerade hingeschmiert habe. Im Objektcode steht weiterhin ein Platzhalter, aber der Compiler kann es kompilieren, weil er weiß, wie die Würfelfunktion im Prinzip läuft. Das ist in der Header-Datei. Der nächste Compilerlauf ist die Würfel-C-Datei. Das sollte ich vielleicht auch nochmal an der Embedded Workbench zeigen. Main-C wird kompiliert und Würfel-C wird kompiliert. Die C-Dateien werden kompiliert. Die Würfel-C-Datei wird kompiliert. Daraus wird Objektcode. Der Compiler läuft zweimal und dann kommt der Linker. Der kommt einmal. Und hier läuft er zweimal. Für jede C-Datei läuft der Compiler einmal. Und danach kommt der Linker. Der bindet das zusammen zu einer ausführbaren Datei. Unter Windows wäre das eine Excel-Datei. Hier ist es keine Excel-Datei, sondern was fürchterliches, egal. Unter Windows wäre das eine Excel-Datei. So. Eine ausführbare Datei. Das macht der Linker. Der Linker sieht hier den Querverweis, oh, ich brauche die Würfelfunktion. Und in der anderen übersetzten Datei sieht er die Würfelfunktion und schafft die Verbindung. Linker. Verbinden. To link. Das zusammenbringen. Diese Arbeitsteilung ist eine Maßnahme, um Zeit beim Kompilieren zu sparen. Stellen Sie sich vor, Sie haben wirklich ein Betriebssystem oder was mit Zehntausenden an Dateien. Dann wollen Sie nicht jedes Mal alle 10.000 Dateien übersetzen, sondern nur die eine, die sich geändert hat. 9.999 bleiben so, wie sie waren. Und zum Schluss bindet man dieses neue Ergebnis dann mit den anderen Sachen wieder zusammen. Das wird auf diese Weise schneller, effizienter. Durch diese Arbeitsteilung mit dem Compiler und dem Linker. Und hier, das ist jetzt eben der Ärger. Der Compiler hier an dieser Stelle muss wissen, wie die Würfelfunktion denn zu verwenden ist. Dafür die Header-Datei. Dafür, wo bin ich hier? Dafür dieses hier, eine Deklaration. Jetzt weiß der Compiler, wie es geht. Naja, wie er die Funktion verwendet. Er weiß nicht, wie die Funktion gemacht ist, aber das ist ja auch egal. Das haben wir hier stehen. Die wird getrennt kompiliert. Der Compiler weiß, wie er die Funktion verwendet. Dafür hier Würfel H. Ich könnte überhaupt mal das auskommentieren, das Würfel H. Gucken wir, was dann passiert. Project Make. Dann sagt er uns, na, auf. Dann sagt er uns, Function Würfel declared implicitly. Der C-Standard erlaubt das noch. Ich verwende eine Funktion Würfel, die der Compiler nicht kennt. Im C-Standard ist tatsächlich dann vorgesehen, dass der Compiler sich einfach selbst was erfindet dann, wie diese Funktion zu verwenden sei, declared implicitly. Das ist natürlich total heikel. Und das ist im Allgemeinen ja auch Unsinn, was sich der Compiler dann da selber ausdenkt. In anderen Sprachen ist es schlicht und ergreifend verboten. Da darf nicht gerade irgendwas erfunden werden. Das passiert, wenn der Compiler nicht weiß, was da angesagt ist. Dafür den hier. Jetzt könnte ich noch einen typischen Fehler zeigen. Ich mache den hier gerade mal wieder gut. So. Wenn Sie hier die falsche Funktion bauen, wenn Sie hier die Funktion Würfel XYZ bauen, Ihr Hauptprogramm verwendet die Funktion Würfel, Ihre Header-Datei sagt auch was vom Würfel,
aber es wird gar keine Funktion Würfel geliefert, sondern eine Funktion Würfel XYZ. Jetzt gibt es wirklich einen Fehler, undefined external Würfel. Hier behaupte ich, es gäbe eine Funktion Würfel. Das ist ja hier in der Main-Datei. In der Main-Datei wird Würfel H inkludiert. An dieser Stelle behaupte ich, es gäbe eine Funktion Würfel irgendwo, verwende sie auch. Und der Linker, Sie sehen hier Error while running Linker, der Linker stellt dann fest beim Zusammenbinden, da hat mich jemand betuppt, es gibt keine Funktion namens Würfel, es gibt vielleicht eine XYZ, aber das weiß der Linker nicht, dass es die eigentlich sein soll. Der Linker sieht keine Funktion namens Würfel, macht deshalb hier Ärger. Genau, was hier steht für Würfel, die Implementierung, wie die Funktion funktioniert, die habe ich natürlich jetzt aus Main C rausgeschmissen. Das wäre auch noch eine spannende Geschichte. Was passiert, wenn ich hier in der Main-Datei die auch noch mal drinnen habe? Project Make. Aha. Entry Würfel in Module Main, bla bla bla. Redefined in Module Würfel. Eine erneute Definition. Und das hat natürlich wieder der Linker gemerkt. Der Linker sieht in der einen Datei, ich mache das nochmal auf hier, meine sehr händische Skizze. Der Linker sieht, in dieser Datei gibt es eine Funktion namens Würfel implementiert. In dieser Datei gibt es eine Funktion namens Würfel implementiert und dann sagt der Linker, so nicht. Ich kann nicht zwei Sachen mit demselben Namen haben an der Stelle, zumindest nicht. Sonst vielleicht schon, aber an der Stelle nicht. Das ist dieser Fehler hier. Das ist denn wirklich ein Fehler. So, also hier aus der Main-Datei nehme ich die Funktion nochmal raus. Mit den Namen, das muss ich vielleicht gerade nochmal sagen. Ich habe jetzt diese C-Datei Würfel genannt und die Header-Datei Würfel genannt, weil es für mich vielleicht auch verständlich ist, dass die Funktion Würfel heißt. Heißt nicht, dass die Dateien auch Würfel heißen müssen. Vielleicht sollte ich nochmal hier klar machen, ich schreibe mal hier Würfel werfen. Was müsste ich jetzt alles umbenennen? Genau, an zwei weiteren Stellen. Die Datei heißt jetzt weiter Würfel.c, aber hier in der Header-Datei brauche ich dann den anderen Namen. Ich deklariere jetzt ja eine andere Funktion, die Würfel werfen heißt. Und in der Main-Datei, der Name der Datei ist derselbe, aber da wo ich die Funktion anwende, habe ich alle jetzt, da noch einer, da wo ich die Funktion anwende, da brauche ich jetzt den anderen Namen. Mal gerade gucken, Project Make. Wo ich dabei bin, Sie sehen nochmal die drei Arten, wie Funktionen in C vorkommen. Das erste ist, dass so eine Funktion eine Implementierung haben muss. Eine Definition, sagt man dann in C. So wird die Funktion gemacht. Das Rezept ausbuchstabiert. Die Definition. Dann gibt es eine Deklaration. Die steht typischerweise in der Header-Datei, die Deklaration. Wie sieht die Funktion von außen aus? Nicht, wie sie von innen funktioniert, keine Implementierung, sondern nur, wie sie verwendet wird. Was geht rein, was geht raus? Vom Typ her. Deklaration. Und dann gibt es den Aufruf einer Funktion. Das hier ist der Aufruf einer Funktion. Sie wird wirklich ausgeführt. Jemand kocht die Suppe nach dem Rezept. Nochmal was zu Deklarationen. Das kam ja dieses Semester noch nicht so ganz ausführlich dran. In den Videos kam es irgendwo dran, aber das war vielleicht ein bisschen zu unterschwellig. In der Header-Datei, da steht so eine Deklaration. Der C-Compiler will, bevor er eine Funktion und andere Sachen verwendet, mindestens eine Deklaration sehen. Ich zeige mal sowas. Int f von mir aus eine Funktion heißt f und sie kriegt eine ganzzahlige Variable und gibt von mir aus 23 zweimal zweimal diese ganzzahlige Variable zurück. Jetzt eine andere Funktion, die die erste verwendet. Hier könnte zum Beispiel sowas stehen wie return 3 mal f von x. Eine Funktion g, die die Funktion f verwendet. Wenn die in dieser Reihenfolge stehen, dann ist der C-Compiler glücklich. Ha, es sei denn, die Funktion f hätte es schon gegeben. Entschuldigung, die gibt es hier unten schon. Dann heißt sie jetzt eben F1 da unten. Sorry, kleiner Showstopper nochmal. Project Make. So, also,
Ich kann eine Funktion verwenden, wenn sie vorher definiert ist, wenn die Implementierung vorher steht. Dann ist der C-Compiler glücklich, dann weiß er, wie die geht. Sie können aber auch die Reihenfolge ändern, dass Sie die Funktion erst verwenden und dann dem Compiler mitteilen, wie die Funktion denn zu machen ist. Aber dann, oder ich zeige es jetzt einmal so, was jetzt passiert. Jetzt gibt es nämlich erstmal Ärger. Project Make. Jetzt haben wir wieder declared implicitly. Die Funktion F hat er hier oben nicht gehabt und er hat sich was erfunden. Nicht gut, aber wir können den Ärger verhindern mit einer Deklaration. So, Sie deklarieren die Funktion F. Sie versprechen, es gibt hier irgendwo eine Funktion F, die nimmt eine ganze Zahl und liefert eine ganze Zahl. Jetzt ist der Compiler glücklich, wenn er die Funktion G bauen will, soll. Hier kann er die Funktion F dann einsetzen. Und hier unten erfährt er, wie die Funktion F wirklich funktioniert. Ich mache mal Make. So geht das. Also wenn Sie eine Deklaration haben, dann kann der Compiler auch die Funktion verwenden. Und das haben wir im Endeffekt mit der Header-Datei. In der Header-Datei steht die Deklaration drin und deshalb kann der Compiler die Funktion verwenden. Das ist hier eine, sagen wir mal, eher weniger typische Art, Deklarationen zu verwenden, dass Sie eine Funktion erst deklarieren und später definieren in derselben Datei. Normalerweise wird man die Deklaration in die Header-Datei schreiben und die Definition in die C-Datei schreiben. Ich sollte noch der Form aber vielleicht da vorschreiben, das ist die Deklaration, das hier unten ist die Definition und dieses hier ist der Aufruf einer Funktion. Drei Arten, wie Funktionen vorkommen. Jetzt sollte ich etwas klarer machen. F von x, das ist der Aufruf, nicht dreimal f von x. F von x ist der Aufruf der Funktion. Ihr könnt auch übrigens, damit es da keine Bedenken gibt, 4 plus x drin stehen. F von 4 plus x wäre dann der Aufruf. Jetzt noch der Include Guard. Diese Header-Datei, die sieht so aus, wie man sie normalerweise nicht schreiben würde. Hier wäre es kein Problem, später ist es ein Problem. Deshalb machen wir das sofort richtig. Ich zeige das nochmal hier in der Skizze. Es könnte sein, dass eine C-Datei, was heißt es könnte sein, später im Leben ist es dann so, dass in einer C-Datei ganz viele Header-Dateien inkludiert sind. Und dann gibt es den Ärger, es ist auch möglich, in Header-Dateien Header-Dateien zu inkludieren. Und auch sinnvoll, denken Sie an Messpunkt H, vielleicht brauchen Sie irgendwo den Sinus. Oder Standard Bool, Sie brauchen irgendwo in der Header-Datei False und True, dann brauchen Sie Standard Bool. Stellen Sie sich sowas vor wie Standard Bool. Standard Bool könnte als solches wieder in Header-Dateien inkludiert sein. Und dann hat man zum Schluss den Ärger, es kann passieren, dass beim Kompilieren dieselbe Header-Datei mehrfach vorkommt, weil sie in der einen Header-Datei vorkommt und in der anderen Header-Datei vorkommt, nochmal mit Includes. Das hört sich esoterisch an, aber wenn Sie wirklich ein vernünftig großes System haben, dann mit 20, 30 Dateien, wird es regelmäßig passieren, dass Sie Includes in Includes haben und Header-Dateien im Endeffekt mehrfach vorkommen. Damit das keinen Ärger gibt, zweimal dieselbe Datei in den Compiler, nicht so gut, damit das keinen Ärger gibt, dafür gibt es den Include Guard. Und zwar so. Jetzt kommt der Präprozessor und das ist eigentlich das Einzige, was man heute noch im Präprozessor machen sollte, es sei denn, man hat antike Software. Also, eine Anweisung an den Präprozessor. If n def, wenn nicht definiert, und zwar ein Symbol. Dieses Symbol wird man sich typischerweise aus dem Dateinamen hier dichten, damit es eindeutig ist. Würfel unterstrich h wird man das gerne nennen. Wenn dieses Symbol nicht definiert ist, dann nehme alles, was dahinter steht. Und was ich jetzt mache ist, okay, wenn das nicht definiert ist, dann sage ich, dann definiere ich das Symbol define, na, define erfüll unterstrich h und hier ist sozusagen Schweifklammer zu end if. Das ist der Include Guard. Das sieht, wenn man es zum ersten Mal so sieht es haarsträubend aus.
wenn Sie sich solche Dateien wie mess.h oder standardlib.h angucken, stellen Sie fest, oh, das kann man auch noch weiter treiben. Aber das ist der EncodeGuard in Standardform, in Reinform. Wenn der Präprozessor, also das, was vor dem Compiler läuft, wenn der Präprozessor diese Datei zum ersten Mal sieht, weiß er nichts von einem Symbol namens Würfel-H. Na schön, denkt er sich, machen wir weiter. If not defined. Es ist nicht definiert. Also macht er weiter, denn es ist nicht definiert. Dann definiert er das Symbol als nichts. Sie könnten hier auch irgendwas hinterschreiben. Dann wird er das Symbol als GKU, was auch immer, definieren. Er definiert das Symbol als nichts, aber das Symbol ist jetzt definiert. Er liest die Deklaration. Und hier ist sozusagen Schweifklammer zu. Ende. Wenn jetzt bei demselben Kompilationslauf für dieselbe C-Datei diese Datei nochmal vorkommt, sieht der Präprozessor, oh, ich habe schon ein Symbol namens Würfel H, es ist definiert und er überspringt bis dahin. Und damit ist der Teil hier in der Mitte hier nur einmal gelesen worden. Beim zweiten Mal gibt es dieses Symbol und das Ganze, was in dem if drin steht, wird übersprungen. Das ist der Trick bei den Include Guides. Das ist eine historische Kiste, die irgendwie nicht wegzukriegen ist. Einige Compiler-Hersteller haben etwas, das nennt sich Pragma Wons stattdessen, aber das ist offiziell nicht standardisiert. Das wird auf jeden Fall funktionieren. Letzte Geschichte hier mit dem Zufallsding, damit Sie einmal noch mal die C-Datei und die Header-Datei anfassen. Ich gehe nochmal in die C-Datei. Hier gibt es ja meine interne Zahl A, die jedes Mal irgendwie weitergestellt wird. Und ich möchte gerne, dass man diese Zahl aber auch einstellen kann. Dass man insbesondere zu Beginn des Programms zum Beispiel A mit Hilfe der Uhrzeit oder irgendeiner Messung oder was auch immer einstellen kann, dass es sich zufälliger anfühlt. Schreiben Sie eine Funktion, mit deren Hilfe Sie diese Zahl A einstellen können. Das wird natürlich noch so ein paar andere Änderungen nach sich ziehen. Diese Funktion, die fängt ja immer an, indem a gleich 42 ist zu Beginn des Programms. Ich kriege immer dieselbe Folge an Zufallszahlen ab Programmstart. Ich möchte gerne zu Programmstart oder auch zu anderen Zeitpunkten eine andere Zahl einstellen können für a, damit ich nicht immer wieder dieselbe Folge kriege. Oder sogar auch, um dieselbe Folge tatsächlich reproduzieren zu können. Wenn Sie es zum Schluss wieder auf 42 stellen, dann fängt es ab da ja wieder an. Diese Variable a, die darf jetzt nicht mehr einfach innerhalb dieser Schweifklammern stehen. Diese Variable a muss auch in einer anderen Funktion zugänglich sein. Wir nehmen die da raus. Das war mein Gedanke. Den habe ich etwas kryptisch formuliert. So haben Sie eine statische Variable innerhalb der Datei. Diese Variable ist jetzt in der Datei Würfel.c sichtbar und sonst nicht. Eine statische Variable. Wenn Sie das hier weglassen, könnten Sie die Variable auch sogar aus anderen Dateien sehen, wollen Sie aber typischerweise nicht. Lieber verbergen. Eine statische Variable innerhalb der Datei. Und jetzt brauche ich noch eine Funktion, mit der ich diese Variable setzen kann. Eine Funktion, die also nichts zurückliefert. Seed würde man die ja normalerweise nennen. Sehen. Heißt ja auch in C. srand, seedRandom. Dieser Funktion gebe ich eben so ein Byte ohne Vorzeichen. Von mir aus B, weil es ein Byte ist. Und schmeiße dieses B in A rein. Das war, was mir vorgeschwebt hat. Ein bisschen größer hier. So. In der Datei, Würfel C, gibt es jetzt also versteckt in der Datei, soll ich sagen, gibt es eine Variable namens A. Zwei Funktionen greifen auf diese Variable zu. Seed und Würfel werfen. Zu Programmbeginn wird die Variable auf 42 gesetzt. Mit Seed können Sie diese Variable auf einen anderen Wert setzen, den Sie wollen. Und mit Würfel werfen, naja, passiert dasselbe, was vorher passiert ist. Dieses A greift in beiden Fällen auf diese Variable zu. Und dieses A hier ist nicht, haben wir hier auch noch ein A? Genau, das ist ein anderes A. Dieses A hier ist eine lokale Variable in der Funktion main. Das ist für den Compiler, als ob der hier
Karl Egon heißen würde und als ob dieses hier Ernst August heißen würde, dieses A. Die heißen für uns als Menschen gleich, die beiden Variablen, aber für den Compiler sind das zwei Paar Schuhe. Das ist immer ein bisschen schwierig am Anfang. Ich zeige gerade nochmal, was hier wirklich passiert. Statics. So. Na, geh mal auf. In der Datei Würfel gibt es die statische Variable Statics namens A. Und die steht schon auf irgendeinem Wert. 2 mal 16 plus 10. 42. War schon. Also diese Variable A steht schon auf irgendeinem Wert. In dieser Datei Würfel C ist die versteckt. Und jetzt fange ich hier an zu arbeiten in meiner Main-Funktion. Wir gucken mal bei Locals, da gibt es auch eine Variable A. Das ist diese hier. Die heißt zufällig so, diese lokale Variable, wie diese statische Variable in der anderen Datei. Aber das stört den Compiler nicht. Das sind zwei verschiedene Sachen. Ich zeige es so ausführlich, weil das oft missverstanden wird. Wenn zwei Variablen gleich heißen, heißt das nicht, dass es die gleichen sind. Es hängt von den Umständen ab, wie die verwendet werden, wo sie definiert werden. Korrekter Einwand, ich müsste die Funktion natürlich auch verwenden. Seed wird hier noch gar nicht verwendet. Haben Sie aufgepasst, was müsste ich jetzt überhaupt tun, damit ich diese Funktion Seed verwenden kann? Genau, also die müsste deklariert werden. Würfel werfen hatten wir deklariert in der Header-Datei. Seed müssten wir auch deklarieren. Also den hier einmal kopieren, STRG-C, Würfel H. So, jetzt habe ich dann auch eine Deklaration. Diese Deklaration in der Header-Datei wird in der Main-Datei eingelesen. An dieser Stelle erfährt unsere Main-Datei, erfährt der Compiler beim Verarbeiten der Main-Datei, so, an dieser Stelle erfährt der Compiler beim Verarbeiten der Main-Datei, dass es so eine Funktion Seed gibt, die einen Byte ohne Vorzeichen nimmt und nichts liefert. An der Stelle. Und deshalb kann ich sie jetzt verwenden. Hier zum Beispiel sagen, Seed 42 wird natürlich genau das machen, was wir vorher hatten. Also 43. Hier müsste jetzt irgendwas stehen wie, hole die aktuelle Uhrzeit. Nicht die Zahl 43, sondern die hole die aktuelle Uhrzeit. Oder wenn Sie sagen wollen, ich hätte gerne nochmal dieselbe Folge an Zufallszahlen. Auf diese Weise geht es dann hier wieder los mit derselben Folge an Zufallszahlen, weil Sie denselben Wert A nochmal haben. So würde das Ding dann verwendet werden. Jetzt müssten wir sogar andere Ergebnisse haben für die Statistik. Mal gucken, was er dazu sagt. Locals. Oh ja, Mittelwert ist jetzt 3,45. Das sind auch tatsächlich andere Zahlen, die rauskommen.